Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ranch Simulator. Ja, einige Sachen sind passiert, abgesehen von einem hüpfenden Gummibärchen neben mir. Und zwar, wenn ich die V-Taste gedrückt halte, habe ich rausgefunden, kann ich diese wunderschöne Nahansicht machen von dem etwas hier vor mir. Ich kann dieses Wieso bist du so grausige alt? Hemd hier immer noch Warum nicht. siehst du so alt aus? Wie alt Guck hast du dich mal dich an. gemacht? Und wenn ich einmal kurz die V-Taste wieder drücke, dann komme ich hier wieder raus. Wieso kann ich nicht mehr laufen? Was ist jetzt los? Ah, jetzt kann ich wieder laufen. Des Weiteren haben wir uns dummerweise offline ein zweites Auto gegönnt, damit wir ganz viel Fleisch erstmal hin und her tragen können und das kostengünstig, weil ich persönlich immer noch den Lastwagen von 2300 haben will und das Geld haben wir einfach nicht. Das ist zu teuer. Hallo, guten Morgen. Ich glaube, der Hahn hat hier einen kleinen. Oh, guck Hä? mal! Was bist du denn? Und wieso backst du hier oben? Guck Ach, mal, da da oben. ist ein Küken. Warte mal, wenn Ja, ich das. Ach, jetzt! weil du. Wieso? Das ist bestimmt hier aus dem Ding geschlüpft oder so. Ja, du hast doch Komm mal Eier her. in den Dings getan. Komm mal her. Wo kommst du denn her? Ey, ist das niedlich. Warte mal, ich mach mal die Tür auf. Dann setze ich das mal hier rein. Ich habe übrigens rausgefunden, wenn man C, ja, wenn man C drückt, kann man schleichen. Guck mal hier. Da. Warum ist der Hahn hier draußen? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Ich das Küken mach jetzt mal wieder raus will. auf, Ich glaube, damit das der ist besser, wenn wir das zumachen da oben. Nee, aber lass es offen, sonst kann der Hahn nicht rein, wieder Ja, rein. ich habe extra zugemacht, weil sonst das Küken bestimmt abhaut. Ja, Jetzt aber ist es die gleich hauen, ja, draußen. die sind doch hier, die gehen doch Das immer ist hier ein rum. kleines. Das weiß doch noch gar nicht, wo es überhaupt hin muss. Doch, So. Ich muss hier den Dreck mal ein bisschen entfernen. Das geht ja das ist gar nicht. kükengesteuert. Das ist kükengesteuert. Das ist ja. Aber was ich wohl jetzt schon herausgefunden habe, es gibt wohl einen Teil, da müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich mit, oder? Dass ich den. Obwohl, naja, gut, da ist jetzt nur ein Ei drin, das können wir auch so lange hier, noch hier lassen. Zum einen, das zeige ich mal eben auf der Karte. Hier unten. Ziemlich genau da haben wir eine sehr schöne Stelle gefunden, wo zigtausende Bären sind, die man sehr gut abknallen kann und die einen auch sehr gut töten können, nebenbei bemerkt. Die aber gut Fleisch bringen. Ich würde sagen, da fahren wir als erstes hin, oder? Ja, komm. Des Weiteren haben wir vor, noch eine Scheune zu bauen. Und hier unten habe ich einen Baumarkt entdeckt. Das steht auch da drauf. Aber das Problem bei der Sache ist, dass der irgendwie scheinbar noch gar nicht da ist. Mit F schalten, ne? Ach ja, und was ich rausgefunden habe, das war aber absoluter Zufall, dass ich das herausgefunden habe, dass wir mit den Charakteren auch das Licht anmachen können. Das heißt, wir sind nicht mehr ganz so nachtblind, sondern wir können theoretisch in der Nacht jetzt endlich mal was sehen. Was, du kannst auch L machen? Warum sagst du mir das nicht? Oder was musst du da machen? Das habe ich dir eben gesagt, ja. Das habe Das ich nicht heißt, wenn gehört. ihr jetzt durch die Gegend laufen würdet, dann könntet ihr einfach auf L drücken und habt eine Taschenlampe in der Hand. Ja, so einfach kann es gehen. Allerdings, die Steuerung von diesem Auto ist immer noch grausig. Oh, halt, warte. Oh. Bevor ich da jetzt runtergehe, auch ein kleiner Tipp von mir. Immer, da unten ist ein Hirsch, immer erstmal Ein Wolf, wie ist ein Wolf? nachladen. Weil das Problem ist, immer wenn ihr neu startet, dann Da ist hinten nicht hinten sind Bären. geladen. Ich sehe zwar immer noch den Hirsch, aber ich weiß nicht, ob der Wolf nach hier kommt. Ah, ich habe ihn einmal getroffen, aber. Also du gehst jetzt auf den Wolf, super. Ich dachte, wir Welcher kommen nicht. Wolf? Bleib doch mal stehen. Ah, ich habe ihn, okay. Gut. Sehr schön. Da fahre ich dann mit dem Auto auch hin. Würde ich gerne, wenn ich denn wieder wechseln könnte, heißt das. So. Ach, dieses ewige Mutter einschalten. Das drücke ich auch nur eher. Oh. So, die Frage ist jetzt. Ist jetzt hier irgendwo ein Wolf in der Nähe? Das hoffe ich jetzt mal nicht. Das Problem ist nämlich, dass man die nicht wirklich hören kann. So, ganz schnell das Fleisch da rein. Das könnt ihr übrigens auch drehen, aber das habt ihr ja schon alles mitbekommen in den anderen Folgen, nehme ich an. So, geht da rein. Los. So, ich knall das jetzt mal einfach. Och, einfach da rein. So.
Die Frage ist jetzt, du sollst vorwärts fahren. Hallo, wenn ich vorwärts drücke, will ich vorwärts fahren. Wo ist meine Markierung jetzt hin? Das ist auch nochmal eine gute Frage. Einen Bären habe ich erschossen, aber... Okay, meine Markierung ist einfach weg. Auch nicht schlecht, nur weil ich ausgestiegen bin. So, irgendwo da hinten tummelt sich der Epi rum und möchte mit dem Bären kuscheln. Oh, der ist bei mir, der Bär. Ja, da vorne, ich sehe noch einen, ja. Ja, ich bin hier noch mitten im Wald drin. Also jetzt gleich nicht mehr, aber da, wo ich ihn gesehen habe, da war ich auf jeden Fall... Ist der mitgekommen? Nee, ne? Da solltet ihr immer drauf achten, bevor ihr aussteigt, ob da jetzt die Viecher irgendwo... Da hinten ist ein Bär. Also wo sind? Der hinten ist er. Und wie gesagt, immer bewaffnen. Ganz, ganz wichtig. Wir sollten also hier vielleicht mal eine Luftmatratze hinlegen. Dann könnten wir nämlich hier auch speichern. Echt? Achso, also hier war der Bär eben, aber der ist weg. Ja, wo ist der? Ja, da hinten ist wie gesagt einer gewesen. Da ist einer. Aber da komme ich nicht. Der ist so weit weg. Sind hier sonst keine Bären? Das ist ungewöhnlich. Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Vor allen Dingen, weil sehr, sehr viele immer auf uns zugestürmt kamen. Allerdings leider alle zusammen. War das nicht... Nee, das war nicht ein Stück weit hoch. Da rechts ist dieser komische Zaun, ne? Ja, wir können ja ein Stück weiterfahren, mal kommen. Ja, aber wie gesagt, da hinten war ja... Da hinten, da läuft er ja auch noch. Ach so, hier unten auch, ja. Die Frage ist nur... Hä? Wo siehst du den? Ich sehe keinen. Da rechts hat er uns gesehen. Ach, der, ja, der. Hallo, guck mal hier. Hier. Ich will jetzt hier nur nicht überrascht werden. Okay, der ist down. Also so 4-5 Schüsse braucht ihr auf jeden Fall dafür. Die Frage ist jetzt nur, willst du ein Auto holen? Ich bleibe hier als Markierung stehen. Ja, ich hol das Auto, aber ich weiß nicht, ob meins reicht für die vier Dinger noch. Ich meine schon, ne? Ja, aber dass wir zumindest was Großes hier haben. Weil das Problem, das haben wir nämlich jetzt schon öfter festgestellt, dass man die Fleischstücke hier überhaupt nicht mehr findet und dann erstmal 10 Minuten mindestens wie blöde hier in der Gegend herumirrt. Und ich habe hier... Das ist so ungewohnt, dass hier so wenig Bären sind irgendwie. Ich bin mich hier schon die ganze Zeit am Umschauen. Ich habe auch hinten keinen Wolf gesehen. Doch, da hinten ist noch ein Bär. Ich hab ja einen noch gesehen, aber ich... Ist keine Bärenzeit wahrscheinlich. Warte, ich schon mal mein Auto. Wie, ist keine Bärenzeit? Und dann hatten wir heute Nachmittag Bärenzeit, oder wie? Mhm. Oje, oje. Ah, ich sehe jetzt da hinten auf jeden Fall nichts. Okay. Oh! Au. Ich habe hier ein komisches Geräusch gerade gehabt. Ich dachte, da wäre einer. Also das große Stück kann ich nicht mehr mitnehmen. Ich gehe jetzt mal bei dir rein. Ja, ist jetzt nicht ganz so sortiert da, aber... Warte mal, ich sehe noch eins. Irgendwie habe ich doch... Ah, da hinten ist noch ein Bär. Wo? Hinter uns. Warte mal, ich versuche das mal so ein bisschen. Ja, den hatte ich ja gesehen. Das ist der tödliche, das ist der Todesbär. Der Todesbär. Ich lade mal lieber nach. Der tödliche, der Todesbär, okay. So. Aber da komme ich, wo ist er denn? Der ist gerade abgehauen wieder. Ja komm, dann fahren wir mit dem Auto hin oder nicht? Wolltest du das hier unten stehen lassen? Na, ich wollte das dann nachholen eigentlich. Also heute ist echt wie verhext. Sobald wir die Kamera... Ah, da hinten. Da ist er. Da. Sobald wir die Kamera anmachen, sind auf einmal die ganzen Bären weg. Das ist jetzt irgendwie sehr seltsam. Hallo, Bär. Hier sind wir. Ja, toll. Du hast den Stein abgeschossen. Der wow. Lässt sich überhaupt nicht ziehen. Ah, jetzt. Der hat dich gesehen. Da ist er jetzt aggro geworden. Ich hab ne... Ich habe ihn einen Kopfschuss verpasst, aber ist in Ordnung. Guck mal, er rollt sich ab. Bang. Aber der ist groß genug, den finden wir, ne? Ich komme mal mit das Auto holen. Ja, ich hole auch. Ja, wir müssen es eh in dein Auto reinmachen, ne? Das ist... Und dann sollten wir uns tummeln, dass wir zum Dings kommen. Ja, das auf jeden Fall. So, und das, ihr Lieben, haben wir nämlich die ganze Zeit über jetzt gemacht. Ach so, ich muss ja hier links rein.
Das haben wir nämlich die ganze Zeit jetzt offline gemacht. Wir sind wie Blöde immer hier hingefahren und haben Bären erledigt oder uns erledigen lassen. Und also aber gut eng öfter. Bitte da reinlegen. Nein. Und ja, nein. Haben damit im Endeffekt jetzt unser Geld gemacht. Das wollte ich jetzt gesagt haben. Okay, ist nur noch eins? Nee, da war noch was. Nee, war keins mehr. Hä? Ja. Da lag aber gerade noch was, wo ich weggegangen bin. Nee, das habe ich doch reingetan eben. Naja, ich meine jetzt davor. So, Moment, ich muss mal eben gucken, wo müssen wir hin? Zum Laden da hinten. Wir haben uns zwar überhaupt noch nicht an diese beschissene Steuerung gewöhnt, weil es ist halt, man fährt geradeaus, erstmal hat man keine Kamera hinterm Auto, das ist schon sehr nervig. Ach, hier wollte ich auch mal gucken, was ist denn das hier eigentlich? Oh, ja, zwei Bären. Sollen wir die vorher abknallen? Direkt vor uns. Oh ja, komm. Hast du geladen? Oh ja, hast du. Wo ist der andere? Rechts hinten im Dickicht. Aber der liegt hier sehr schön. Kannst du den nicht nach hier locken vielleicht? Ja, ja. Wenn ich ihn erstmal sehe. Dass der ein bisschen auf der Straße ist, weißt du? Wo ist der? Da hinten, ja, da in der Richtung geradeaus durch ist der. Ach, der ist ja ganz hinten rüber gelaufen. Ja, aber dass du so ein bisschen zurückkommst vielleicht, das wäre dann nicht so. Nee. Ach doch, jetzt kommt er. Oh, da ist noch einer. Wo? Ich sehe nur einen. Das habe ich jetzt auch da. Ach, da ist einer, ja. Yeah, ja, sollen wir den da auch noch holen? Ja. Ich lade aber erstmal nach. Das ist irgendwie zu. Also jetzt trauen sie sich ein bisschen. Die sind alle YouTube-scheu, habe ich so das Problem. Wieso? Trauen sie sich so ein bisschen. Habe ich so das Gefühl. Ja, die kamen doch die ganze. Weißt du, wie viele da immer auf einmal auf uns drauf sind? Oh, einen habe ich getroffen am Rand. Der kommt. Es ist ja auch nur einer. Geh weg, sonst kann ich nicht zielen. Das ist geil. Wie oft hast du jetzt geschossen? Ich habe einmal angeschossen in der Seite und einmal habe ich in den Kopf geschossen gerade. Und du? Der also, sieht irgendwie ulkig aus, aber er zuckt. Ja, aber der fällt aber jetzt um nur. Also, wir müssen die jetzt so zerlegen, ne? Weil ich weiß nicht, ob die so bleiben, ob die so liegen bleiben. Ich glaube ja, nicht. Das weiß ich dann nämlich auch nicht. Dann spawnen die. Wissen wir nicht. Also, das könnte eventuell sein, aber wir häuten sie auf jeden Fall. Ja. Aber die können wir hier so liegen lassen, so als Köttel auf der Straße. Okay, dann lass uns jetzt zum Dings fahren. So, ja, und das könnt ihr im Endeffekt dann auch machen, wenn ihr das Spiel spielen wollt. Immer wieder hier unten hinfahren und die ganzen Bären abknallen. Was natürlich unheimlich viel mit einer Ranch zu tun hat. Ja. Ich wollte gerade sagen, besser gesagt, ihr könnt es nicht machen, sondern ihr müsst es sogar machen. Das ist der große Nachteil bei diesem Spiel. Ihr könnt natürlich auch das Wild im Endeffekt abknallen, aber das ist auch nicht... Sag mal, willst du mir irgendwie reinfahren? Hallo? Geht's noch? Ich mach doch gar nichts. Nö, außer meinen Reifen die ganze Zeit hinten anheben, ne? Ja. Ich fahre jetzt schon extra langsam hier wegen dir. So, aber ganz ehrlich, wir sollten noch eine Luftmatratze mitnehmen. Der ist aber schon klar, dass ich hier geparkt stehe, ne? Ich auch. Wollte ich jetzt nur mal erwähnt haben. Hallo? Hier liegt noch was. Hier liegt noch Munition. Haben wir die nicht mitgenommen? Ich hab's erstmal mitgenommen. Wir sind irgendwann mal gestorben. Vielleicht haben wir sie tatsächlich vergessen. Übrigens, die Munition, wenn ihr mit mehreren Leuten gleichzeitig spielt, die Munition ist für euch alle. Vertut euch da bitte nicht. Ja, genauso wie das Geld. Es gibt kein eigenes Geld oder sowas. Es ist alles für alle. Wieso? Was machst du da jetzt? Du sollst Sachen ausladen. Es ist dunkel gleich. Der macht gleich zu, wenn du jetzt nicht weitermachst. Oh, geh weg. Was hast du denn jetzt noch? Ach, das Zelt hast du geholt. Yeah. Also erstmal nur ans Shoppen denken. Oh, geh durch, geh weg. Erstmal nur ans Shoppen denken, ist klar. Damit wir da auch mal speichern können zwischendurch vielleicht. Was kostete jetzt dieser große LKW? Was kostet der? Oh nein, ich will das. Scheiße. Was ist das denn jetzt? Was denn? Ach so, nee, ich kann es doch hier reintun. Ja, ich wollte das gerade auf den Boden abwerfen und da hätte ich die dann direkt hingelegt. Das wäre natürlich scheiße. Der große LKW, was hatte ich eben gesagt? 2300 hatte ich mir aufgeschrieben. Ja, dann, aber lass uns erstmal die Scheune bauen und dann machen wir das mit dem LKW.
Ja, ohne Scheune brauchen wir den LKW nicht, weil die Tiere wohl rauslaufen können, habe ich gelesen. Also ich habe mich mittlerweile mal ein bisschen informiert. Und ja, das ist halt doch ziemlich scheiße. Was machst du da immer? Du sollst die Sachen reintragen. Es ist gleich Feierabend. Der macht gleich Ja, zu. genau deswegen habe ich das jetzt gerade gemacht, Schlauberger. Nicht doch Damit wir mal. ein bisschen was an Geld haben, selbst wenn der jetzt schließt. Wann macht der überhaupt zu? 19 Uhr? 9 Uhr, oder? 9 Uhr kann ja nicht sein. Es ist 9 Uhr. 21. 9 Uhr. Bei Ja, dir ist ja. nichts mehr, ne? Ja. Da steht jetzt 9 Uhr. Ach so, 9. Ach so, okay. Verkaufst du mal eben? Wäre aber, glaube ich, gut, wenn du nochmal für jeden, obwohl eins haben wir jetzt, vielleicht noch ein Päckchen Munition mal eben kaufst. Ja, ich kaufe noch mal eins. Aber wir haben eigentlich. Warte mal. Ja, aber sollten wir da doch nochmal ein paar mehr kriegen, dann ist Achso, was natürlich ist jetzt mit Munition. diesem anderen Ding für die. Was hast du da gesagt für die Eier? Für die Ja, da muss ich auch mal eben Person. Wie heißt gucken. denn das? Nicht verfügbar. Da hab ich Ein was. Ovoskop? Ist das Ovoskop oder wie heißt das? Irgendwas mit. O ja, hier Ovoskop? unten, Ovoskop für 100. Das hole Klick, ich dann noch, klickst du ne? oder soll ich drauf Ja, ich klicken? krieg schon. Ich hab schon. Den Wassertank haben wir ja. Was ich gerne hätte, aber das können wir noch nicht haben, ist der motorisierte Rasenmäher. Ich glaube, da musst du nicht immer so darüber fahren, weil das Wir ist haben doch einen mega Rasenmäher. ätzend. So. Ach, der Wassertank, der bleibt Hier, nicht. um herauszufinden, ob das Ei befruchtet ist oder nicht, schalte das Ovoskop ein und platziere das Ei in der Mitte der Mulde. Ein befruchtetes Ei erkennt man an einem dunklen Fleck. Es ist besser drinnen nachzusehen. Hast du die Munition auch mitgenommen? Ja, Ja. die habe ich eingepackt. Ja, dann, was machen wir jetzt? Sollen wir das Fleisch noch eben einsammeln, aber im Dunkeln? Oder sollen wir jetzt Ja, erstmal. im Dunkeln wäre mir ehrlich gesagt nicht so lieb wegen den. Aber guck mal hier. Tada! Aha. Geil, ne? Super, Habe ich super alles geil. zufällig rausgefunden. Sagt sie So, jetzt in wenn ich Wirklichkeit ist sie es eine da. Cheaterin. Ja, genau. Wie soll ich das denn ercheaten? Mein Wissen. Wie soll ich mein Wissen ercheaten? Komm. Ach so, Ich warte mal. könnte Ich brauche aber Licht. etwas. Oh, siehst du, deswegen brauche ich Ich Licht. könnte dir jetzt was sagen, was du gemacht hast. Was habe ich denn gemacht? Du hast dich dem Entwickler angeboten. Genau. Das tue ich immer. Das ist normal. Und der hat dir das dann verraten. Genau. Oh, Was ist, wenn oh. der Entwickler jetzt schwul wäre oder so? Das hast du ja geil gemacht, alle gut. Ey, ich kann nicht vor und nicht zurück. Was ist Ja, das denn jetzt? dann hast du mich Och, verkauft. komm. Ist das dein Ernst jetzt? Ich kann hier nicht rückwärts fahren. So auch nicht, weil das ein Berg ist, oder was? Och, ist das jetzt euer Ernst? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mega schlecht gemacht. Dass du da so richtig drin backen kannst, stellenweise. Oh, was jetzt? Dreht er sich? Ah, jetzt fährt er drüber. Oh, Mann. Das hat mich jetzt wahrscheinlich Unmengen an Benzin gekostet. Ist zugegebenermaßen sehr nervig. Ja, fast. Ich weiß, ich darf nicht lenken. Das ist Hier ähnlich wie wenn man draußen liegt ein Drift-Auto Ei. fährt. Wie draußen. Ich tue das mal in den Korb rein, ne, oder? Nein. Ich hasse es, im Dunkeln zu fahren, weil ich nichts sehe. So, die Matratze müssen wir mitnehmen, aber das Ding sollen wir drinnen hinstellen, Ja, steht hier, guck da. mal, aber ich habe hier die Eier. Ich habe ein Ja, Ei tu die in gefroren. den Korb rein. Ja, das geht nicht. Irgendwie wollte das nicht. Wie rum muss ich Der das Hahn denn ist tot. hinstellen? Der Hahn ist Nein! tot. Hahn ist tot. Willst du mich verarschen? Wie Drücke E, schnell, oder? umschalten. Nee. Er zeigt aber noch. Ist er jetzt tot, oder? Der hockt hier so komisch, oder? Der Ach ist am nee. Schlafen, du Der schläft. Schlauberger. Ich Oh! dachte, der wäre tot. Ey, mach mir hier doch keinen Schock voll das Okay, die Deutsch. Hände ist auch noch am Leben, okay. Aber vielleicht Oh. sollten wir. Also ein Ei habe ich jetzt hier oben hingelegt. Wo ist das Gerät denn? Der Gerät. Das steht drinnen. Jetzt geh erstmal schlafen, sonst sehen wir sowieso Wie nichts. drin? Na doch, warte doch mal Ja, eben. wenn du zur Tür reingehst, drinnen. Wir wollen die Eier ja morgen testen, bevor wir losfahren. Ja, aber die Ei. Na ja, gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.